Sie wissen es, sonst hätten sich nicht so viele gemeldet. Die Abschaffung der Steuerprivilegien für Millionäre ist populär und sympathisch. Warum sonst hätten sich im Kanton Zürich eine Mehrheit für diese Lösung ausgesprochen, wenn sie nicht fair und gerecht wäre? Wir sind ja jener Kanton, der durchaus eine der stärksten SVP-Parteien hat. Das ist nicht ein Anliegen zwischen links und rechts, sondern das ist ein Anliegen der grundlegenden Gerechtigkeit, das für alle in diesem Land gilt, was für uns Schweizerinnen und Schweizer alle gilt. Jeder und jede wird nach ihrer, nach seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert. Jetzt habe ich immer wieder gehört, das Argument, aber wir brauchen doch gute Steuerzahler. Ja, genau, wir brauchen Steuerzahler, Steuerzahler, die wie wir alle auch ihren fairen Anteil zahlen. Was wir nicht brauchen, ist eine Dumpingsteuerpolitik für Multimillionäre. Welche Schweiz schwebt Ihnen vor, wenn Sie von diesen Arbeitsplätzen schwärmen, die da verloren gingen, wenn die Superreichen vielleicht jemand etwas weniger Reichem in ihrer Villa Platz machen müssen? Ist Ihre Schweiz, die lebt von Brotkrumen, die vom Tisch fallen, derjenigen Superreichen, die wir angelockt haben, damit sie hier auf ihrer globalen Wanderung ganz kurz mal Halt machen? Das ist nicht unsere Schweiz. Unsere Schweiz der Grünen ist eine Schweiz, die die Arbeit schätzt, die Leistung schätzt und die auch weiß, dass diejenigen, die Leistung erbringen, bereit sind und stärkere Schultern haben, um fürs Gemeinwohl etwas mitzutragen. Die Scheininvaliden, die bekämpfen Sie. Den Scheinerwerbslosen wollen Sie weiterhin den roten Teppich ausrollen. Was kommt als nächstes? Ich frage mich, kommt dann irgendwann die Idee, man müsste vielleicht für die Superreichen auch noch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn aufheben, weil sonst eben das Fahren mit dem Ferrari Testarossa nicht wirklich Spaß macht. Wir brauchen das ja nicht, wir mit unseren normalen Autos. Das ist eine richtig neofeudale Gedanken, ein neofeudales Gedankengut, das hier dahinter steckt. Wir Grünen wollen nichts anderes als die Abschaffung von Sonderrechten für Reiche. Wir wollen nichts anderes, als dass alle, auch diejenigen, die mehr tragen müssen, gleich mittragen, wie diejenigen, die als auch Reiche in der Schweiz lebende Schweizerinnen und Schweizer durchaus ihren Anteil leisten. Und wir glauben, dass die Zukunft der Schweiz sicher nicht darin besteht, dass wir mit der Fortsetzung dieser Sonderbevorzugung für Millionärinnen und Millionäre irgendwelche Superreichen aus der Welt anziehen, die dann, wenn man von ihnen verlangt, was Anstand ist, auch gleich wieder gehen. Ja, aus grüner Sicht gibt es eigentlich gar keine andere Antwort auf diese Frage. Die Steuerprivilegien für ausländische Millionäre, sie gehören abgeschafft. Es würde unserer Schweiz gut anstehen und es wäre auch ein Zeichen, dass wir diejenigen ernst nehmen in unserem Land, die für ihr Geld hart arbeiten müssen und die dann auch Steuern zahlen, ohne dass man für sie eine Sonderregelung finden würde. Das Wort hat Herr Gasche. Nächste Sprecherin, Frau Munz.